Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen nasal spreche. Nennt man das so? Ich glaube schon. Ich bin noch ein bisschen krank, aber das hält mich natürlich nicht vom Videodrehen ab. Und zwar gibt es heute von mir 5 Nageldesigns. Sozusagen ein Ultimate Nail Guide für die Winter- und Weihnachtszeit. Die Nageldesigns habe ich gerade alle schon hier auf dieser Hand drauf. Aber heute habe ich nicht nur Nageldesigns für euch, denn ich habe mich mit ein paar Mädels von Studio 71 zusammengeschlossen und wir haben eine kleine Wichtelaktion gemacht. Und das Wichtelgeschenk, was ich bekommen habe, packe ich gleich zusammen mit euch aus. Aber bevor wir das machen, fangen wir jetzt erstmal an mit den Nageldesigns und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Als erstes machen wir einen kleinen süßen Pinguin und dafür braucht ihr erstmal eine blaue Base. Ich habe darüber dann noch so einen Glitter-Topcoat aufgetragen, aber das ist optional. Anschließend nehmen wir dann einen weißen Nagellack und machen damit so einen ovalförmigen Bauch für den Pinguin. Und darüber male ich dann mit einem Dotting-Tool oder wenn ihr einen Zahnstocher nur habt, dann könnt ihr das auch nehmen. 2 Äuglein mit weiß und da rein dann schwarz. Und dann werden noch die Füße und der Schnabel mit so einem Orange gemalt. Topcoat drauf und Design 1 ist fertig. Jetzt machen wir weiter mit einer Winterlandschaft und dazu male ich erstmal meinen Nagel in so einem durchsichtigen Weiß und dort unten machen wir dann wie so einen French Tip, allerdings ziemlich unordentlich und dann nehme ich einen grünen Nagellack und male 3 Dreiecke untereinander, sodass das Ganze dann aussieht wie ein kleiner Tannenbaum und den kleinen Stamm habe ich dann noch mit Braun darunter gemalt. Nachdem ich dann ganz viele kleine weiße Punkte mit einem Dotting-Tool aufgetragen habe, mache ich noch einen Topcoat drauf und mit der Winterlandschaft sind wir fertig. Weiter geht's jetzt mit einem kleinen Weihnachtsmann. Für die Mütze habe ich erstmal den oberen Teil meines Nagels rot gemalt und darunter kommt dann eine Reihe von weißen Punkten. Da der Bart nicht ganz so einfach ist, lasst euch dafür gerne Zeit, damit das dann nachher auch so aussieht, wie ihr es haben wollt. Danach habe ich noch eine kleine Nase gemalt mit einem bräunlichen Nagellack und dann kommen auch schon die Augen an die Reihe und die habe ich einfach mit schwarz gemalt und dann kleine Lichtreflexe mit weiß dazu gemacht. Danach kommt noch ein Topcoat drauf, wie immer, und der Weihnachtsmann ist fertig. Jetzt kommt ein ganz einfaches Nageldesign und zwar machen wir einen Weihnachtsbaum. Dafür habe ich erstmal meinen Nagel rot angemalt und jetzt male ich so Zickzacklinien, die nach oben hin immer spitzer und schmaler werden. Und dort oben mache ich dann noch einen kleinen Stern hin. Das Ganze habe ich jetzt mit weiß gemalt, da ich das Ganze jetzt mit einem Glitter-Topcoat in Gold übermale, damit man den besser sieht und das Ganze ein bisschen weihnachtlicher aussieht. Und dann sind wir auch schon fertig. Jetzt machen wir noch so einen kleinen Mistelzweig. Dafür habe ich zuerst einen Glitter-Topcoat aufgetragen und danach die grünen Blätter. Um das Ganze ein bisschen realistischer aussehen zu lassen, habe ich noch hellgrüne Striche da reingemalt. Und dann kommen wir auch schon zu den Blüten oder wie man das nennt, ich weiß es nicht. Die habe ich mit Rot einfach aufgetupft und dann kleine Lichtreflexe mit Weiß da drauf gemalt, Topcoat drauf und fertig sind wir. Und zum Abschluss habe ich hier nochmal das komplette Ergebnis all meiner Nägel. So, ich hoffe, euch haben die Nageldesigns gefallen. Wenn das so ist, würde ich mich freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt, welches euch am besten gefallen hat. Und wenn ihr was davon nachmacht, postet gerne ein Bild davon auf Instagram oder Twitter und markiert mich dann da drauf. Aber jetzt geht's los mit dem Wichtelgeschenk und ich habe schon gesehen, meins ist von der lieben Die Fashion, also Diana. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal rein, was sie mir so Cooles geschickt hat. Also, hallo Julia, hier schreibt Diana vom Kanal Die Fashion. Ich habe mich super gefreut, dass ich dir ein Paket schicken darf und ich hoffe mal, dass dir der Inhalt gefallen wird. Erstmal zu den Produkten, die ich schon zu Hause hatte. Wir haben nämlich so einen kleinen Guide gehabt. Wir mussten einmal neue Sachen verschenken im Wert von 5 Euro. Dann etwas, was wir schon zu Hause haben und immer mal loswerden wollten. Außerdem sollten wir dann noch 2 Rätsel machen, beziehungsweise einfach aufschreiben, was unser Lieblingsweihnachtsfilm ist und was unser Lieblingsweihnachtslied ist. Und ja, das war, glaube ich, genug Erklärung dazu. Das sind ein paar Beauty-Sachen von NYX. Ich liebe deren Produkte und dachte, dass du dich über einige weihnachtliche Schminkprodukte freust. Das Rot ist einfach perfekt für Weihnachten, finde ich. Okay, schauen wir mal, wo wir das hier drin finden können.
Ja, da haben wir's. Oh, cool. Vier. Wow, okay. Fällt alles raus. Wir haben hier einmal einen Butter Lipstick. Ich denke mal, das meinte sie mit dem perfekten Rot für Weihnachten. Außerdem haben wir hier noch einen Baked Blush. Plus Illuminator plus Bronzer, also ein 3-in-1 Produkt, ist auch sehr cool. Und dann noch zwei Einzellidschatten, einmal so ein schimmriger rosaner und dann noch so ein taubfarbener. Zu den neuen Sachen, die ich dir schenken sollte. Da dachte ich einfach an coole Süßigkeiten. Ich habe blaue Kartoffelchips und Mango-Kokos-Schokolade gefunden. Okay, cool. Die blauen Kartoffelchips haben wir hier. Das ist echt cool, das habe ich noch nie gesehen. Wie kriegt man denn diese blaue Farbe da rein oder sind die schon so? Okay, hier sieht man so Bilder von den Kartoffeln in der Erde und die scheinen schon wirklich so blau zu sein. Das ist echt cool. Oha, die sehen echt richtig lustig aus. Und hier haben wir dann auch die Mango-Kokos-Schokolade, von der Diana gerade gesprochen hat, beziehungsweise geschrieben. Jetzt kommen wir auch schon zu dem Film und dem Lied, die sie am liebsten schaut. Sie hat mir das einfach mal aufgeschrieben. Ich schaue an Weihnachten am liebsten Liebe braucht keine Ferien mit Cameron Diaz und Frozen. Du? Also ich habe in mein Rätsel verpackt, dass ich der Grinch am liebsten schaue. Aber ich glaube, das war schon zu viel, was ich verraten habe. Denn ihr könnt das Ganze ja sehen in dem Video von der Person, der ich ein Wichtelpaket geschickt habe. Und die Diana hört am liebsten das Weihnachtsalbum von Michael Bublé. Alle Lieder davon sind so schön weihnachtlich, schreibt sie. Ich sehe hier noch zwei Sachen drin, über die sie, glaube ich, gar nicht geschrieben hat, beziehungsweise doch. PS, fast hätte ich es vergessen. Ich habe auch noch meine liebsten Teesorten in das Paket gepackt, da ich Tee im Winter liebe. Ich hoffe, du auch. Ja, ich mag Tee auf jeden Fall auch gerne und ich sehe hier schon, da ist Yogi-Tee-Schokotee drin. Das habe ich noch nie gehört. Also, ich kenne Kakao und alles, aber Schokotee kenne ich noch nicht. Hier ist außerdem noch Vanillekipferl, Caramel Apple Pie und grüner Tee Matcha drin. Also, die werde ich auf jeden Fall mal über die Winterzeit probieren. Und zum Schluss hat sie mir hier noch ein super süßes T-Shirt reingepackt. Da sind so Wimpern mit ganz kleinen Pailletten drauf gestickt. Ich glaube, das ist aus ihrer Merch-Kollektion. Und das war's dann jetzt auch schon mit meinem Wichtelpaket. Ich packe euch noch die Kanäle der anderen in die Infobox, damit ihr rausfinden könnt, wem ich denn was zuschicken musste. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Und über eine positive Bewertung freue ich mich natürlich auch immer. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!